Mein Mikro ist noch stumm gestellt unter Windows, aber jetzt geht's los. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr seht nichts, aber ihr seht die dicke 4, der Vierfach-Bonus. Eines der besten Events hier in Clash of Clans ist mal wieder am Start. Und nebenbei auch noch Rathausabriss, auch nicht schlecht, aber der Vierfach-Bonus ist wirklich nett. Den gibt es allerdings immer nur so ein paar kleine Tage. Da könnte Supercell vielleicht auch mal so eine Woche draus machen oder sowas. Aber ich finde es richtig krass und das ärgert mich immer so ein bisschen. Immer wenn es Vierfach-Bonus gibt, bin ich in einer nicht so hohen Liga. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ich meine jetzt, Champ 2 geht eigentlich und da geht auch der vierfache Bonus, den man nicht hier erfährt, sondern hier. Das ist ja dann der letzte Bonus, den man bekommen kann. Also 2.640.000 und 12.000 Dunkles, das ist richtig, richtig krank und krass, muss ich sagen. Also finde ich zumindest. Aber bevor wir hier jetzt reinhauen, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass morgen der Pass ausläuft. Also in 20 Stunden, das müsste irgendwann in den Morgenstunden sein, holt euch eure Belohnung noch ab. Falls ihr es noch nicht getan habt, also nur als kleine Erinnerung, aber ihr habt sicherlich auch in-game das Pop-up immer mitbekommen, das euch dort immer darauf hinweist. Aber bevor wir anfangen, auch ich habe hier noch ein bisschen die Ergebnisse abzuholen aus den Clanspielen, das seht ihr da oben. Und ich habe mich unheimlich, ich will nicht sagen schwer getan, aber ich habe jetzt doch mal alle Bauarbeiter am Start. Hier in 3 Stunden 55 ist meine nächste oder eigentlich erstmal meine erste Kanone fertig. Danach folgen im heftigen Wechsel oder heftig stündlichen Wechsel hier die Magiertürme. Und mein Ziel war ja, möglichst viel noch im alten Pass zu machen. Morgen fängt der neue Pass an. Morgen ist alles wieder teurer. Vor allen Dingen der Barbarenkönig. Den nehmen wir uns heute als erstes vor. Das heißt, wir ziehen den jetzt erstmal auf 71. Das hat man eigentlich auch so verabredet. Oh, ich kann gar keinen Bauarbeiter freimachen, Leute. Ich kann gar keinen Bauarbeiter freimachen. Das ist krass, ne? Okay, dann müssen wir vielleicht doch hier reinhauen. Aber ich will ja das Heldenbuch haben. Eine Zwickmühle, würde ich sagen. Kleine Zwickmühle. Und da der Bauarbeiter ja jetzt doch auf sich warten lässt, müssen wir mal gucken. 3 Stunden 50 Gems kommt, Leute. Das machen wir mal für einen Bauarbeiter, oder? Ah, ja, ja. Oh, ich habe gerade Herzstiche. Ich kriege immer Herzstiche, wenn ich Gems ausgebe. Naja, komm, Leute, 50 Stück. Ich glaube, das ist mal drin. Dann kann ich nämlich auch den Ast hier abbauen. Ah nein, ich will nicht den Ast abbauen. Ich will den King leveln. Wir wollen den King leveln hier auf eine neue Stufe. Und damit geht er auf 71. Wunderbar. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht genug Bücher. Aber ich habe meines Wissens hier eine... Ach nee, eine Rune habe ich auch nicht. Ich muss zweimal in den Pott greifen. Ich muss zweimal hier in den Port greifen. Richtig, so war es. Das Coole ist, okay, dann nehmen wir hier erstmal die dunkle Rune. Wir nehmen, oh, unsere 50 Gems, da sind sie. Das sind unsere 50 Gems von eben, die wir verloren haben. Jetzt muss ich überlegen. Mauerringe kann ich nicht erfarmen. Das da unten kann ich alles erfarmen. Also nehme ich ruhig die Mauerringe. Wir nehmen den Trank hier. Oh, Gold oder Elex oder den Trank da oben. Gold und Elex kann man immer erfarmen, Leute. Deswegen nehme ich das in der Regel nicht. Deswegen nehme ich lieber die Gems hier und nehme aber den Trainingstrank dort. Also die Belohnung schon mal abgeholt. Einmal. Und jetzt kann ich das zweite Mal zugreifen. Ich nehme das Heldenbuch hier. Ei, ich freue mich so. Ich freue mich, dass ich das mal so machen kann. Und ich habe jetzt wirklich auch kein... Ich habe überhaupt kein Dunkles mehr. Das ist richtig, richtig schön. Dann können wir uns den Pott hier nochmal voll machen. Also nicht verkaufen, sondern benutzen. Die 50 Gems von eben haben wir ja wieder bekommen. Und können jetzt nochmal unseren Dicken hier ein Level hochziehen. Okay, wenn ich ihn dann das nächste Mal hochziehe, wird er natürlich wieder ein bisschen mehr kosten. Beziehungsweise es ist dann ja wieder ein bisschen was im Pass drin. Und wir nehmen ihn hier. Ich habe jetzt, ja, ich bin ein bisschen geizig, muss ich sagen. Ich könnte mir jetzt nochmal einen Heldenhammer gönnen. Aber lohnt sich das auch für den King? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wenn er auf 65 läuft, auf 75 läuft, dann lohnt sich das vielleicht. Aber wir haben ihn jetzt erstmal auf 72 und das nächste Heldenbuch lässt ein bisschen auf sich warten. Ich habe hier im Moment keins und habe aber, okay, Heldenbücher. Hier, es gibt neue Tränke. Krasser Scheiß. Nicht nur neue Tränke, sondern auch schöne Bücher. Geschwindigkeitsrausch. Bewegung.
Hindernisschaufel ist dabei, Bauarbeitertrank, Trainingstrank, Machttrank, 2,29 Euro. Das ist ein Schnapper, oder? Das ist echt ein Schnapper. Aufrüsten für 3,49 Euro, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Alles ist möglich. Das Unibuch für 5,55 Euro für einen Heiermann. Wenn ihr nicht mehr wisst, was ein Heiermann ist, früher war ein Heiermann ein 5-Mark-Stück. Okay, wenn ihr nicht wisst, was ein 5-Mark-Stück ist, das ist die Währung, die wir vor Euro hatten, hier in Deutschland. Okay, wieder was dazugelernt, wa? Universalbuch, drei Bauarbeitertränke, Heldentrank, ist echt nicht schlecht. Nicht schlecht, hier haben wir Buch des Helden. Okay, 10,99, Buch des Bauens ist auch nicht schlecht, Rune des Goldes ist auch nicht übel. Ja, ich kann mich... Nee. Nein, das machen wir mal nicht. Das, was wir in jedem Fall noch machen, wir wollen ja möglichst effektiv und hier auch ein bisschen Gold ausgeben. Wir nehmen jetzt mal die 18 Milli hier und nehmen die nächste Kanone. 5 Kanonen habe ich noch, Freunde, und 39 Mauern habe ich noch vor mir. Also nehmen wir für 12,80. Ich glaube, die kostet normalerweise, ich müsste jetzt nachgucken, 16 Millionen. Und dauert 16 Tage, oder? Ich glaube, so ist das. Irgendwie so ist das. Also nochmal, das ist mein Ziel hier, möglichst viel noch zu verbessern mit dem Gold. Das heißt also, jetzt haben wir nur noch 4 Kanonen noch, 4-mal Verbesserung. Und weil wir ja eben einen Trank bekommen haben, nehmen wir den Trank auch. Ich benutze den ruhig. Das füllt sich sowieso wieder im Laufe der Zeit. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass es demnächst was gibt. Und weil wir uns ja auch schon die Mauerringe geholt haben, dann sollen wir die auch benutzen. Also ich glaube 2... Oh nein. Ach Toti. Okay. 4-fach Sternbonus. Kleiner interner Gehirnschnitt. Okay. Ja, vorher nachdenken, Thorsten. Nicht erst nachher nachdenken. Nachher nachdenken ist immer schlecht. Nachher nachdenken ist immer nicht so gut. 5.680. Wir brauchen ein bisschen Dunkles, damit wir demnächst wieder was forschen können in der Kaserne. Aber der ist mir doch ein bisschen heftig. Ihr seht, was ich noch für eine Truppe am Start habe. Gleich habe ich aber eine andere Armee dabei. Und dann können wir wieder ein bisschen üben. Denn in einem Tag fängt ja auch die SCCWL an, so nennen die ja einige, die Supercell Clan War League. Und dort wollen wir natürlich wieder ein bisschen mit anderen Armeen angreifen als mit dieser hier. Das ist hier meine Notarmee. Oder war noch meine zweite Armee, glaube ich, vom Farm, weil mir noch ein bisschen was für den King fehlte. Aber ich mache mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns bei einem heftigsten Gegner wieder. Ich merke gerade, alles gar nicht mehr so einfach. Je höher man ja eigentlich auch in der Liga kommt, desto schlechter ist es dann auch, mit irgendeiner Armee anzugreifen. Aber den nehmen wir jetzt mal mit hier, würde ich mal so sagen. Der hat jetzt zwar nicht so viele Ressourcen für uns, aber wir könnten hier 2 Sterne holen, denn die brauchen wir noch für den Bonus. Der ist ja abgefarmt hier. Das heißt also, keine Adlerattacke, nichts kommt auf uns zu. Wir müssen hier erstmal ein bisschen funneln, dass wir hier außen so ein bisschen abräumen. Dann nehmen wir hier nochmal ein. Ja, das ist Schmalspur, aber wir machen gleich auch noch einen richtigen Angriff, Leute. Und wir gucken gleich auch nochmal, was wir eigentlich gemacht haben, damit das hier so sauber funktioniert. Bei den Spätzle mit Soße. Und jetzt kann ich, glaube ich, schon von hier reingehen. Ich überlege jetzt gerade, was machen wir denn hier eigentlich? Ach komm, wir nehmen hier mal unsere Karre. Wir nehmen mal unsere Karre und wir nehmen, jetzt pass auf, zack, zack. Wir nehmen hier mal den Fries. Wir nehmen mal den Fries mit und ziehen die ganze Meute hier jetzt rein, inklusive unserer Ghoulies, beziehungsweise unserer Goblins hier. So, das dazu. Dann heilen wir hier mal durch. Ich habe Heil dabei, okay. Ich habe Heilzauber dabei. Ich weiß echt nicht, warum ich Heilzauber dabei habe. Na ja, gut, sei es drum. Für irgendwas. Ich muss die verpowern hier, Leute. Ich muss sie eben mal verpowern. Aber die kommen da gegen den Scattershot nicht wirklich an. Hier hinten haben wir noch was. Ich heile mal den Royal Champion hier. Und damit haben wir schon mal... Damit haben wir die 2 Sterne. Ich würde ganz gerne das Scattershot hier noch haben. Den kriegen wir auch noch. Den lassen wir am Leben. Perfekt. Jetzt haben wir auch ein bisschen Bonus reingefarmt.
Aber wir haben, oh, uns fehlten ja 3 Sterne, alles klar. Da finden wir in jedem Fall gleich nochmal einen Kampf. Ich will mal jetzt eine andere Truppe nachbauen, beziehungsweise ich würde ganz gerne erstmal einen Trank nehmen. Ein bisschen farmen muss ich noch, weil ja jetzt dann gleich auch wieder ein bisschen was frei wird. Ich will heute in jedem Fall noch so einen Bauarbeiter, würde ich ganz gerne noch anstoßen. Vielleicht auch noch einen zweiten. Mal sehen. Und hier hat aber keiner mehr was. Dann frage ich eben mal an. Bodenwut. Das reicht mir in der Regel. Und hier machen wir, was machen wir denn hier eigentlich? Ich glaube, wir machen mal hier immer so einen gepflegten, Yeti-Smash, so heißt er, Yeti-Smash. Ich habe im Moment nur den am Start. Der passt mir nicht wirklich gut, aber besser den als keinen. Nehmen wir mal, oh, das ist zu viel. Wir nehmen einen weniger. Der kostet 15 Platz. Ah, das ist immer ein bisschen doof. Der kostet immer 15 Platz. Da geht einiges dann nicht. Ich habe keine Mauerbrecher im Moment. Das heißt, wir nehmen einfach eine Karre mit. Würde ich sagen, wenn wir den Angriff machen. Und wir machen das auch wieder so. 1, 2, ah nee, war doch 1, 2... 1, 2, 1, 2, 3. Belagerungsmaschine bauen wir auch mal nach. Und was haben wir hier im Moment drin? 1, 2, 3, wir haben Zeppelin. Dann bauen wir hier auch noch einen Zeppelin nach. Jo, so geht's. Perfekt, Leute. Und was ich jetzt eigentlich noch machen würde, also wir holen uns in jedem Fall den Vierfachbonus, überbrücken aber mal gerade die kleine Wartepause auf die Helden und auf die Truppen mit einem Klarkriegsangriff. Ich hatte noch echt einen schönen Klarkriegsangriff für euch. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich glaube, es war auf die gegnerische 30. Also wir sind in jedem Fall vorbereitet für die Liga hier. Und wie gut sind wir eigentlich tatsächlich vorbereitet? Ich glaube, es war hier auf die Nummer 30. Der Eyewitness hier. Mit der neuen, was heißt der neuen Taktik, mit dieser Blitzer-Taktik, die ich noch in keinster Weise mal angetestet habe oder überhaupt drauf habe. Ich muss das jetzt wirklich mal machen, in den hohen Bereichen hier auch mal Sachen zu testen, die ich noch nie gemacht habe. Aber er hat das hier richtig cool gemacht, haben wir, glaube ich, auch alle live miterlebt im Discord. Und er hatte, glaube ich, irgendwo ein kleines Problem mit dem King, aber 7 Blitz und ein Erdbeben reichen da, um die Klarburg kaputt zu bekommen. Und ich glaube, das war, was hat da noch gestanden? Ich glaube, da war noch ein Tesla, ne? Okay. Erstmal hier, ich wollte gerade sagen, gefunnelt nicht, sondern wichtige Teile der Base hier rausgenommen. Also, denke ich mal, sollte der, den King hat er ein bisschen früh gezündet, glaube ich, oder war es zu spät? Eins von beiden war es. Ich glaube, es war aber zu früh. Denn die Queen, obwohl die Queen läuft jetzt noch ganz gut, die Mauerbrecher können jetzt nicht mehr so gut postiert werden, denn die Mauerbrecher brauchen ein Gebäude hinter einer Mauer, damit sie dann auch dahin gehen. Da macht er sich jetzt die Luftabwehr kaputt, aber mit dem Royal Champion hier und der Queen holt er hier noch den Scattershot raus, also das Schleuderkatapult und auch noch den X-Bogen. Da unten jetzt nochmal ein Held, nämlich die Queen, wunderbar, auch die ist down und auch noch die Kanone, also er räumt hier eigentlich ganz gut ab, 34% bis hierhin schon, nur mit den 3 Helden und ein paar Mauerbrechern. Die Tornado-Falle hier, naja, okay, ein bisschen Feuer gibt es da, jetzt kommt der Luftpart mit Zeppelin hier rein, entgegengesetzt bzw. Richtung Adler hier die ganzen Loons. Und ist schon sehr dominant, muss ich sagen, diese Taktik, wenn sie denn funktioniert. Man muss das auch können. Er hat hier einen Hund drin und schwuppdiwuppdiwupp, da ist das Rathaus weg. Also ein paar Hidden Goblins, die Sneaky Goblins da drin, also die Unsichtbaren. Und jetzt hat er allerdings er hat noch einen Eilzauber, aber noch so unheimlich viele Loons hier in der Base. Und die Defensive, ja, da ist echt nicht mehr viel da. Das sieht dann immer so fürchterlich Overkill aus hier. Aber hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Und schöne 3 Sterne hier, also Vorbereitung so ein bisschen für die CWL, die ja jetzt dann morgen beginnt. Und ist natürlich mal ein ganz gutes Gefühl, wenn du nochmal so einen letzten Clankrieg davor gewonnen hast. Das baut nochmal so ein kleines bisschen auf. So als Test natürlich immer super so ein,
zum Klarkrieg dann noch. Und wir machen jetzt aber auch hier eine Pause. Ich gehe jetzt gleich auch rüber in den anderen Clan. Denn die CWL spiele ich ja bei GSI mit. Und da sind wir auch gerade mal wieder so, das war, ich glaube, wir haben diesmal immerhin ein Tauschdorf dabei. Naja. Okay, ich mache noch einen kurzen, ganz kurzen Cut, bis der King wieder da ist. Und dann sehen wir uns zum zweiten Angriff wieder. Wir haben unseren Gegner gefunden. Und hier ist alles immer bei mir handmade. Also auch der Titel mit der 4 ist wirklich diesmal sehr kreativ geworden, finde ich. Aber ihr kennt meinen Kanal. Ich mache hier immer ziemlich viel mit mir selber. Und frage nicht großartig andere, ob sie mir hier mal ihre geilen Taktiken erklären können oder sowas. Da fehle ich doch lieber selber. Und naja, aber ich nehme mir hier unten jetzt erstmal die Kaserne, glaube ich. Anstelle dessen, mal gucken, wo die Queen müsste eigentlich nach dahin gehen. Mal sehen, das ist in jedem Fall hier eine aktive Base. Und mal sehen, oh, wie wir den eigentlich so hinkriegen. Ich gucke mal, dass wir hier jetzt gleich schon mal, ob wir hier einen Mauerbruch hinbekommen überhaupt. Ja, wir kriegen keinen Mauerbruch hin. Alles klar. Und ich habe vor allen Dingen auch keine Jägerin dabei, also kein Kopfgeld-Heini. Naja, okay, da müssen wir uns hier ein bisschen anders behelfen. Da müssen wir hier jetzt das Multi-Inferno. Okay, haben Mauerbrecher gestorben. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber mal gucken, ob wir hier nicht noch ein bisschen was hinbekommen. Gegnerische Queen. Rage Toto. Oh, da muss ich sie jetzt schon zünden. Okay, da musste ich die jetzt schon zünden. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Hier geht mein King seinen Weg, meine Queen kann da ruhig ein bisschen weitergehen, kriegt jetzt noch keinen Beschuss von irgendetwas anderem. Das heißt, wir können uns hier noch so ein bisschen den aufsparen und nehmen aber jetzt schon, ich würde sagen, von hier die hier rein. King muss ich zünden. Worden hinterher. Meine Queen hat es doch zerrissen da. Alles klar. Meine Queen hat es da doch zerrissen, sehe ich gerade. Schnell mal die gegnerische Queen hier ein bisschen rumgiften. Und wir haben aber das Rathaus noch nicht. Ich habe jetzt mein Worden hier schon gezündet und muss sie jetzt. Oh, meine Hox. Na, ein paar überleben da noch. Okay. Ein paar haben überlebt. Wunderbar. Und das scheppert ganz schön, kann ich euch sagen hier. Dann nehmen wir hier nochmal. Oh nein, ich. Ach, Toto. Die Lager gefrostet. Ich habe die Lager gefrostet. Ich wollte eigentlich den Magierturm da frosten. Naja, okay. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was werfen. Ein bisschen Cleanup machen. Mal sehen, ob das 3 Sterne werden hier. Aber es sollte eigentlich hinhauen gegen die Ringbase hier oder so Halbringbase, außen ist ja offen und dann haben wir hier vielleicht schon einen Stern weiter in dem Vierfachbonus. Also wir bekommen den jetzt einmal und mal sehen, ob ich jetzt schon wieder einen Bonus bekomme. Das kann nämlich sein, weil ich nicht so heftig aktiv war hier, dass ich schon im zweiten Bonus bin. Mal gucken, ob wir das auch so hingekriegt haben. Also erstmal, boah, Alter, ja, ich freue mich. Ha, ist das herrlich. Ist das herrlich. Okay, da freue ich mich in jedem Fall. Und dann habe ich hier auch reichlich drin. Aber ich habe, oh, der nächste Bonus ist noch weit weg. Der nächste Sternebonus, okay, so weit ist er nicht weg. 3 Minuten und 20 Sekunden noch. Dann kann ich hier auch wieder den nächsten Bonus reinholen. Und im Rathaus nicht, sondern hier frage ich eben nochmal an. Und habe hier, glaube ich, auch, oh, das Ding ist auch schon wieder heftig voll. Ich glaube, mit dem Vierfachbonus solltet ihr das öfter abholen, vor allen Dingen, wenn ihr noch höher seid als ich, also Titan 1, Legende. Ich glaube, da macht man das dann ein bisschen öfter mal leer. Und 11 Millionen, das lässt hoffen, dass ich noch eine Kanone anstoßen kann. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen hier mit dem Vierfachbonus und ja, der Zerstörung des Rathauses. Hier unten habe ich auch noch 3 Stück zu machen, 9 Tage Zeit. Läuft beim Toti. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Morgen auf Twitch TV wieder der sogenannte Mid-Clash. Also mittwochs clashen wir immer live auf Twitch TV. Clash of Clans, was dann auch immer ist. Ob da Liga ist oder ob da Farm ist oder was auch immer. Oder halt auch nur mal ein bisschen mehr Just Chatting. Das sei mal dahingestellt. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clasht.